Gestern am 21. Februar gab es einen Aktionstag zum Thema Mach mal Pause. Warum kann das Klinikpersonal kaum oder keine Pausen mehr machen? In den Kliniken ist die Situation so, dass die Personalbemessung einfach zu knapp ist. Und deswegen leidet das Personal unter einer enormen Arbeitsverdichtung und einem enormen Arbeitsdruck. Und dann bleiben so Sachen wie ordentliches Händewaschen, also die Hygiene, oder mal eine richtige Pause machen auf der Strecke. Und darauf will die Aktion aufmerksam machen. Welche Probleme gibt es mit der Arbeit an hessischen Krankenhäusern? In den letzten Jahren ist die Arbeit an den Krankenhäusern immer belastender geworden, weil die Finanzierung der Krankenhäuser, die eigentlich so angelegt ist, dass das Land für die Gebäude zuständig ist, eben vom Land nicht wirklich gut gemacht wird. Das heißt, es ist zu wenig Geld da, um die Gebäude instand zu halten. Und das machen die einzelnen Krankenhäuser dann zulasten des Pflegepersonals, das saniert werden kann, damit die Häuser instand sind. Und das bedeutet, das Pflegepersonal muss mehr arbeiten, muss das reinarbeiten, wird höher belastet. Das ist eine völlige Katastrophe für die Arbeitssituation. Das bedeutet einfach, dass die Menschen bis zur Erschöpfung arbeiten in den Krankenhäusern und das muss aufhören. Die Linke hat das Thema in diesem Februarplenum zum Setzpunkt gemacht. Was will die Linke ändern? Wir wollen damit, dass wir das zum Setzpunkt machen, nochmal auf diese Aktion hinweisen, deutlich zeigen, dass wir an der Seite des Personals stehen, dass wir sagen, es geht so nicht weiter. Die Menschen müssen Arbeitsbedingungen haben, in denen sie selber auch gesund bleiben können, in denen sie nicht ihre Arbeitszeit verkürzen müssen, in denen sie bei guter Gesundheit ihr Rentenalter erreichen. Wir brauchen das für das Personal im Krankenhaus, aber wir brauchen das vor allen Dingen auch für die Kranken, für die zu pflegenden Menschen im Krankenhaus. Wir brauchen die Sicherheit, dass es hygienische Bedingungen hat. Wir brauchen die Sicherheit, dass wir ausgeruhtes Personal haben. Und darauf wollen wir aufmerksam machen und das war uns wichtig an der Stelle.